So, hallo zusammen. Heute unsere zweite Aufnahme von Let's Play Arma 2 OA. Heute ist mal ein bisschen dunkler und wir haben noch einen Mann mehr im Spiel, und zwar ist das der Tobi. Und wie auch aus der letzten Folge ist diesmal der Wiss dabei. Natürlich sagen, fangen wir einfach mal an. Wiss ist Little Bird unterwegs und Tobi und ich werden mit einem Apache in der Artillerieposition zerstören. Alles klar. Dann wollen wir mal. So. Warte mal ganz kurz, noch nicht starten, bitte. Bis, kannst du mich hören? Du brauchst das andere Funkgerät, und zwar das UAF, musst du mitnehmen. Hast du gehört? Das UAF musst du mitnehmen. Du verlierst dein Funkgerät. Check. Alles klar, wir sehen uns in der Luft. Tobi steig ein, ich halte den Funkkontakt mit Wiss dann. Alles klar. Startet ihn zuerst, ich komme dann hinterher. Alles klar. Alles klar, Range habe ich hochgesetzt. Wir müssen ein bisschen aufpassen, links neben uns ist, glaube ich, die Main. Jo. All Defense hast du aus, oder? Ja, all Defense ist aus. So, nachdem wir das letzte Mal eigentlich den Funk überhaupt nicht verwendet haben, werden wir diesmal auch, wenn es mal wieder ein paar Fehler gibt, auf das Funkgerät zurückgreifen. Es ist uns irgendwie nicht möglich. Vielleicht wisst ihr eine Antwort darauf. Und zwar können wir große Funkgeräte, die man am Rücken trägt, nicht mit in einen Helikopter verwenden. Wir haben versucht, Funkgeräte direkt aus den Fahrzeugen zu verwenden. Das ist aber auch momentan nicht möglich. Deshalb bleibe ich erstmal mit dem Wiss im Kontakt. Da Tobi bei mir mit drin sitzt, braucht man natürlich kein Funkgerät. Deswegen Sag werden wir mir so Bescheid, absprechen. Wenn ihr was auf dem Radar habt, ne? Alles klar, wir haben auch schon den ersten Radarkontakt, und zwar 12 Uhr bei Position 005. Okay, fliege ich mal ein bisschen tiefer. Aber noch sehr weit weg. Jo, ich nehme mich runter. Aber du kannst noch weiter runter, wenn es geht.
Okay, halt mal an. Willst du, wir drosseln jetzt ein bisschen das Tempo. Ich versuche jetzt mal die Flak auszuschalten. Verstanden. Klar, ich habe jetzt momentan ein Flak BADM ausgelöscht. Bisher sehe ich keine anderen Fahrzeuge, die dir irgendwie gefährlich werden könnten, außer ein M113. Verstanden, soll ich reingehen? Ich schieße jetzt gerade nur auf den M113, danach kannst du eigentlich deinen Beschuss einlegen. Ich würde mit den kleinen Rockets das mal probieren. Verstanden. Alles klar, kannst loslegen. Aber wir können auch ein bisschen dichter ran. Jo. Was müssen wir nochmal machen? Artillerieposition. Ist angeblich. Ach, stimmt ja. Das ist ein bisschen lang drauf, oder? Ja, nice, das war's schon. Verstanden. Nice. Fast ein bisschen zu einfach. Und dein Patchy? Ja. Ich hoffe ja wirklich, dass wir mal in den Genuss kommen, eine Scharfschützmission zu spielen. No. Es gibt momentan keinen Radarkontakt, du kannst hinter uns herfliegen.
So, nochmal diejenigen, die Interesse haben, bei uns mal eine Runde mitzuzocken, uns natürlich freuen würden, dann meldet euch einfach bei mir im YouTube-Channel. TS-Daten bekommt ihr dann. Ihr braucht so einiges, um bei uns auf dem Server zu joinen, da wir mit einer ganzen Menge Mods spielen. Habe ich auch im letzten Video schon erwähnt. Also wie gesagt, das sind wirklich 15 Mods, die bei uns am Laufen sind und es dauert eine ganze Weile, bis man die erstmal installiert hat. Die Infos, welche Mods ihr dann bekommt, Quatsch, braucht, die bekommt ihr natürlich von uns. Sehr schön. Okay, dann warten wir auf unser nächstes. Dann warten wir mal auf das nächste, was jetzt kommt. Wie gesagt, ich habe schon zum Tobi eben gerade gesagt, Sniper-Mission wäre nicht schlecht. Das ist natürlich ein bisschen komische Uniform dafür, aber Nasenbär. Wuselndes Wiesel. Wuselndes Wiesel, genau. So. Na, zur Not bringe ich euch mit der kleinen AH6 hin. Das wäre optimal. Wir können es auch natürlich so machen. Du könntest ja vom Prinzip her den Radio Tower bei der Main kaputt machen. Ist immer auf our Choppers, Wars, Shutdown, bla bla bla. Ich würde sagen, was haltet ihr davon, wenn wir mal eine Main angehen? Finde ich persönlich besser. Es ist auch Okay. schwieriger und dauert Aber länger. ohne Apache. Komplett ohne Apache und ich würde sagen, wir nehmen eins von diesen 65 Tonnen schweren Gefährten, die da rechts neben uns stehen. Ja. Aber wir sind heute zu dritt, das heißt, einer kann Kommandant machen, Schütze und Fahrer. Also ich fahre definitiv. Alles klar. Willst du, was willst du machen? Mist, das Wumpe, ich könnte einen Kommandanten machen. Gut, da haben wir uns schon geeinigt, perfekt. Würde ich sagen, machst du einen Radio Tower? Mache ich. Lass uns erstmal checken, ob wir die Funkgeräte wieder verlieren oder nicht. Wenn wir im Panzer steigen. Ja, okay, wenn wir im Da Panzer braucht drin man die doch sind, gar denke nicht. ich, ja, würde ich auch sagen, dann brauchen wir gar keine Funkgeräte. Ja, oder so. Du kannst aber schon mal, ja, das macht sie mal auf den Weg. Du kannst aber schon mal ein, zwei Kreuzungen, bevor wir irgendwo anhalten, also vor Chuck-Chuck, in meine Ammo-Box hinlegen. Das war uns. Oder ihr fahrt schon mal los und ich komme hinterher mit dem Fallschirm hinterher. Ja, naja, dann musst du aber langsam losfliegen. Ja, ich bin ja eh vor euch da und wieder hier. Alles Ich habe nur klar. markiert, Bis wo gleich. ich hinwerfen soll. Ja. Warte mal. Kannst du ein paar Sauna-Ammo-Boxen mitnehmen von heute? Nee, aber du kannst. So, siehst du, brauchst Oder soll Funkgerät. ich mich Bla schon mit bla, dem ich weiß gar Helikopter nicht, hinsetzen? schau mal kurz mit.
Nee, 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 kann man nicht machen. Deswegen sage ich, müssen wir jetzt abwerfen. Du musst jetzt PAC 117 wieder nehmen, die Ammo-Boxen abwerfen, ein oder zwei, und dann kommen erst ein Panzer los. Soll ich schnell mit dem Dings entfliehen, was? Nee, nee, brauchst du ja nicht. Du brauchst jetzt nur das Funkgerät nehmen und die Meine ich Ammo-Box ja. irgendwo abwerfen. Na. Moment. Ja, das, was du da gemacht hast, sagt das, das habe ich noch nie gemacht, deswegen. Achso, das ist ganz einfach. Nimm erstmal das Funkgerät, den Rest erkläre ich dir. Das muss man zeigen. Das 117 App hat. Ja. So. Okay, jetzt kreuz einfach mal mit der Maus runter. Und dann müsstest du eigentlich irgendwas mit Support sehen. Nee, der Call. Cold Crossing. Oder Call Cold irgendwas. Drop. Ja, genau. Ja. Call Drop. So, und dann wählst du Ammo-Box aus. Und dann halt musst du halt auf die Karte klicken, wo du es haben willst. Ja, ist gemacht. So, ich habe die Aufnahme ganz kurz gestoppt und wir haben jetzt ganz kurz auf den Wiss gewartet, bis er wieder bei uns ist, am Panzer. Ich denke, das war jetzt nicht nötig, dass wir da die Viertelstunde noch mit aufnehmen. Jetzt geht's aber weiter. Ich kann eigentlich momentan nichts sehen. Ich habe den da vorne schon rennen sehen, aber ich wusste nicht, ob es einer von uns war. Das muss er sein. Warte mal, ich sehe was. Ah, okay, der hat ein Nachtsichtgerät auf. Ist einer von uns. Oh, ein Hase. Der Hase begleitet uns durch jedes Spiel. Töten. Nein! Lebt er noch? Ja, er ist weggehoppelt. Sei froh, dass ich hier als Kommandeur keine Heiligen habe. Ja, doch mal alles geschossen, aber gut. Rechts. Okay, warte mal, ich habe ein zeitliches Fahrzeug. Klar, der ist down. Was machen die so dicht dran hier, Alter? Das gibt's ja nicht. Na, die werden wahrscheinlich hier rankommen, weil ich da mit der A10 rübergeheizt bin. Okay. Wieder ein Hase. Jo. Oh, da liegt einer auf Boden hinter uns. Ja, ich weiß, habe ich gesehen. Hat aber Ach, der Nachtsichtgerät hat auf. 80, ja. Auf Richtung. welchem Berg? 215. Stehen bleiben da, ne? Ja, sehe ich. Feindliche Truppen? Ja, feindlich.
Stopp. Richtung 077 habe ich was gesehen. Aber er ist jetzt momentan hinterm Hügel verschwunden, da müssen wir noch ein bisschen drauf Acht geben. Alles klar, fahren wir weiter. Jo. Okay, warte. Guck mal, ob du von hier siehst. 266 ist Infanterie oder das könnte auch eine Artilleriestellung sein. Ja, ich habe kurze Bewegung bei 268 Infanterie. Und 266 sind Infanterie. Ja, und 263 ist auch noch Infanterie. Yep. 1180 Meter entfernt. Siehst du sonst noch was? Negativ. Alles gleich auf dem Feuer. Den hat's erwischt. Den auch. Da hinten ist ein Wotnik mit Raketen. 263. Alles klar, erfasst. Muss nachladen. Aus Augen verloren. Ich habe kurz Bewegung bei 267 gesehen. Tobi, haben wir die Möglichkeit nach rechts oder links auszuweichen, so dass wir auch von der erhöhten Position schießen können? Jo. .257 MG-Nest. Okay. Ich sehe feindliche Fahrzeugbewegung bei 255. Infanterie in der Stadt. Den hat's erwischt. Ich glaube, das ist ein Raketen-UAZ. Richtung? 252. Okay. Verschwende jetzt gleich. Nee. Doch, bleibt stehen. 251. Fuck. Ich glaube, ich habe mich erwischt. Noch erwischt. Bei 259.
Ja, das ist der Raketenbordnik. Treffer. Alles klar. Infanterie in der Stadt. Sehr schön. Okay, wir können noch ein Stück weiter vorfahren. Den habe ich auch. 268. Okay, ist zu weit weg. Ich kann leider bei 30 mm, aber ich habe Bewegung bei 265. Okay, wir können weiter vor. Infanterie 260. Wo du gerade drauf geschossen hast, im Fahrzeug. Ja, es sah so aus, ja. Okay, können wir weiter. Oh, wir haben gedreht, oder? Okay, jetzt ist überhaupt nichts. Stopp. Noch ein bisschen weiter, bitte.
Okay, frei. Alles klar. Wo ist auch deine Kanone aus? Unbedingt nach links. Verfällt in den Baum. Bitte. 179. Alles klar, jetzt hier fast. Gefallen. Treffer. Ja, der ist kaputt. Ja, er brennt. Mal 4-4 ein Haufen Infanterie. Kann ich nicht mehr einsehen. Doch jetzt. Der ist gesprungen. Ja, ich kann nichts. Doch, links von uns. Okay, kann weitergehen. Tobi, schau mal bitte rechts von uns, über den Hügel. Nicht, dass die alle rechts von uns noch stehen. Ja, ich auf den Hügel fahren halt. Ja. Es war ein bisschen. Passt schon vor weiter. Ja, jetzt kannst du ein bisschen links fahren. Stopp. Artillerie sichtet. Zwei, drei, eins, lag Infanterie mit rein. Okay, hab ich. Zwei, eins, sieben ist jetzt vor dem Haus. Zwei, vier, vier. Sehe ich nix. Sehe ich kein nix. So, wir sind aber im Bunker. Soll ich schnell raus? Jo. Okay, es ist ein bisschen
verletzt, würde ich sagen. Da, einer hat es auch voll getroffen. Marco spaziert einfach so weiter lang, rechts von uns. Windwärter geschossen. Ne, geradeaus, genau vor uns. Zwei Zäune. Der schießt was. Wir sind am Hügel. Unser Panzer wurde ganz schön stark getroffen, warte mal. Auf 223 hinterm Hügel ist noch etwas Großes. Sehe ich momentan nichts. Na, da fahren wir doch hin. Ich mach mal kurz einen Rundumblick, warte mal. 191 auf der Straße. Ich sehe momentan nichts. Okay. Ja, ich sehe von der Position her überhaupt nichts. Ja, Markus, einfach mit reinnehmen. Danach vom Mörder Nürnberg. Der Panzer hält aber ordentlich was aus, du. Ja. Zweimal übel zertroffen und alles grün bereicht. Aber wir nicht mehr. Nicht? Nee. In den Bunker war es drin. Okay. Was denn? 175 Infanterie. Ja. Dreimal darfst du raten, was da drin war. Ein Typ. Hase? So, pass auf jetzt. Ja. Fahren wir mit Q langsam vorwärts. Jo, jo, jo. Fahr ganz schnell über den Hügel drüber oder gar nicht? Du weißt, von wo die Schüsse kommen? Von links. Hinter uns. Oh,
Okay, jetzt reicht's, schieß diesen Bastard ab da. Genau vor uns jetzt. Ich würde ja gerne als Ladeschütze reingehen, ne? Okay. Das Fahrzeug habe ich überhaupt nicht gesehen, oder? Mir wurde es auch nicht angezeigt. Ich habe nur einen Schuss gesehen. Wartet mal kurz. So, perfekt. Okay. Du musst halt nur aufpassen bei Scharfschützen, ne? Aber jetzt hier, wenn wir jetzt hier durch die Gassen fahren, dann sehe ich überhaupt nichts mit meiner Kanone. Ja, das ist voll der Kanone. Wie das Ding? Rechts von uns! Da lag einer. Ja. So, wir werden beim nächsten Mal. Okay, ich habe mal kurz Platz gewechselt. Zu den Angabenbrücken kannst du gleich laufen, Marco. Er ist genau vor uns. Ja, das habe ich gehört. Helm. Okay, mir mal denken, ich geh mal raus. Was gibt's denn? Na, dass der Bunker hier gleich vor uns ist. Ich weiß jetzt nicht bei. Wir haben beschossen. Warte mal. Aus Richtung 090. Okay, haben wir das geschafft. Jo. So. Das soll es für heute gewesen sein. Die Stunde ist leider um. Und wir möchten uns nochmal mit einem ganz großen Knall von euch verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Meine Herren, wenn ich bitten darf.